Hey, du hast gehört, jetzt wollen sie da so eine Windkraftanlage anstellen. Ah ja, ja, das habe ich auch gehört. Weil in Zukunft braucht es halt noch mehr Strom und vor allem Erneuerbare. Von irgendwo muss der ja kommen. Und nur vom Ausland importieren ist halt auch keine Lösung. Ja, aber jetzt stellen sie da einfach die Anlage an. Das macht ja unser schönes Landschaftsbild voll kaputt. Können sie das nicht irgendwo anders anstellen, wo es keine Leute hat? Ja, die Schweiz ist halt schon noch sehr dicht besiedelt. Und da wird es wahrscheinlich immer Leute in der Nähe haben. Und für die möglichen Standorte hat der Kanton ja auch einen ausführlichen Evaluationsprozess gemacht. Ja, aber wie funktioniert denn der Prozess? Also das ist so, dass zu den möglichen Standorten verschiedene Auswertungen gemacht werden, wie zum Beispiel die Windpotenzialstudie oder auch die Umweltverträglichkeitsprüfung. Und dabei wird die Topografie oder auch schützenswerte Landschaften werden da mit berücksichtigt. Und für das gehen die Experten vor Ort schauen, wie sich das Projekt aufs Landschaftsbild auswirkt. Okay. Und also wie gross werden denn die Anlagen eigentlich? Also das kommt auf den Anlagentyp drauf ab, aber sie werden ungefähr um die 200 Meter Gesamthöhe haben. Ah, das klingt ja schon noch gross. Also das wird man dann schon von weit her sehen, oder? Sichtbarkeitsberechnung hat man auch schon gemacht. Dabei hat man herausgefunden, dass aber eine Distanz von 10 km die Windkraftanlage nicht mehr als Element in der Landschaft wahrgenommen wird. Ja. Es fällt mir im Moment also schon noch etwas schwer, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass jetzt hier fix so eine Anlage steht. Das ist ja in diesem Fall schon ein markantes Bauwerk, das das Landschaftsbild verändert. Es tut das Landschaftsbild sicher mit beeinflussen, wird aber über die Zeit auch ein Teil davon. Und wir Menschen haben die Kulturlandschaft schon immer geprägt. Denk nur an all unsere Bauten, die wir gemacht haben. Und an das haben wir uns gewöhnt. Und die Nutzungsdauer liegt bei 20 bis 25 Jahren. Nachher müsste die Windkraftanlage zurückgebaut werden. Stehen eigentlich nicht da im deutschen Grenzgebiet so Windräder? Ah, stimmt. Die sind glaub, ziemlich hier in der Nähe vom Thurgau und sind sogar ähnlich wie die geplanten Projekte. Komm, wir gehen sie zusammen anschauen.